Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute schauen wir uns mal an den Unterschied zwischen Aufwand und Kosten. Aber ehe wir dort einsteigen, lassen Sie uns kurz zwei Begriffe klären. Wenn das hier das Rechnungswesen ist, dann besteht das Rechnungswesen im Wesentlichen aus zwei Bereichen, nämlich der Fibu, der Finanzbuchhaltung, und der Bibu, der Betriebsbuchhaltung, die man auch nennt die Kostenrechnung. Bibu und Kostenrechnung ist also das Gleiche. Jetzt gibt es noch hier zwei weitere Bereiche, das ist die Betriebsstatistik und die Planungsrechnung. Das können wir im Moment ignorieren. Wir bleiben zunächst mal bei der FIBO und bei der BIBO, denn es geht uns hier um die Begriffstrennung Aufwand und Kosten. Die FIBO erstellt letztlich den Jahresabschluss und der Jahresabschluss besteht aus mehreren Teilen, nämlich der Bilanz, der G&V, der Gewinn- und Verlustrechnung also. Und, das kann man jetzt hier zusammenfassen oder getrennt sehen, manche sagen auch vier Bereiche, Anhang und Lagebericht. Also, Aktiv-Passiv-Seite, der Jahresabschluss wird in der FIBO erstellt. Und das sind die Teile des Jahresabschlusses. Und hier die G&V, die wird uns gleich bei dieser Begriffsklärung noch etwas genauer interessieren. In der BIBU verwaltet man innerbetriebliche Zahlen. Die Betriebsbuchhaltung ist also innerbetrieblich. Das hier ist innerbetrieblich. Und es ist freiwillig. Niemand zwingt einen Unternehmer, eine Kostenrechnung zu machen. Er macht es für sich selber, um sich besser steuern und kontrollieren zu können. Die FIBO ist im weitesten Sinne gesetzlich oder durch Standards geregelt. Das heißt, Unternehmer müssen einen Jahresabschluss machen und dabei bestimmte Regeln beachten. So, wenn wir diese Klärung haben zwischen FIBO, die FIBO ist extern, nach außen gerichtet und die BIBO ist intern, nach innen gerichtet. Wenn wir diese Trennung haben, dann können wir jetzt zu der Begriffsklärung gehen. Aufwand und Kosten. Zwei Begriffe, die immer wieder Verwirrung stiften, immer wieder durcheinander geschmissen werden, klären wir das heute ein für alle Mal. Aufwand gehört in die FIBU, in die Finanzbuchhaltung. Und was machen wir in der FIBU? Wir machen den Jahresabschluss und der Jahresabschluss besteht aus drei Teilen. Und der zweite Teil, denken Sie an vorhin, ist die G&V. Und in der G&V stellt man gegenüber Ertrag und Aufwand. Dort also gehört der Aufwand hin, in die Gewinn- und Verlustrechnung als Teil des Jahresabschlusses erstellt in der FIBU. Und der Begriff Kosten gehört in die BIBU, in die Kostenrechnung. BIBU und Kostenrechnung ist ja exakt das Gleiche. Und in der Kostenrechnung, streng genommen müsste man sagen Kosten- und Leistungsrechnung, werden die Begriffspaare Leistung und Kosten gegenübergestellt. Das heißt, der Begriff Kosten gehört in die Kosten- und Leistungsrechnung und der Gegenpol ist Leistung. Aufwand ist der Gegenpol Ertrag, Kosten ist der Gegenpol Leistung. Wir haben also zwei Begriffe aus zwei unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Bereichen. Einmal aus der internen Betrachtung, aus der BIBU, das ist der Begriff Kosten, ist also eine interne Größe. Und FIBO, die externe Betrachtung, arbeitet mit dem Begriff Aufwand. Das ist zunächst mal die einfachste Antwort, die man geben kann, wenn man gefragt wird, was ist der Unterschied zwischen Aufwand und Kosten. Und jetzt schauen wir mal etwas genauer.
Was Sie hier sehen, ist das Bild einer Schnittmenge. Hier überlappen sich diese beiden Rechtecke, stimmen also inhaltlich überein. Und hier ist etwas, was hier nicht hingehört. Und hier ist etwas, was hier nicht hingehört. Hier steht der Aufwand. Ein Begriff aus der FIBU. Und hier steht Kosten, ein Begriff aus der BIBU. Und der Aufwand zerfällt zunächst einmal grob betrachtet in zwei Bereiche. Da ist einmal der neutrale und dann ist da der Zweckaufwand. Und Kosten zerfällt auch in zwei Teile. Da sind einmal die kalkulatorischen Kosten. Was das ist, schauen wir uns in einem späteren Video genauer an. Kalkulatorische Kosten. Und da sind die Grundkosten. Noch einmal zur Erinnerung. Aufwand und Kosten kommen aus zwei unterschiedlichen Bereichen im Rechnungswesen, haben also zunächst einmal nichts miteinander zu tun. Und hier sehen wir, sie haben doch etwas miteinander zu tun, nämlich teilweise. Es gibt also Zweckaufwand, der mit den, oder Aufwand, Teil des Aufwands, nämlich Zweckaufwand, der mit den Kosten, nämlich den Grundkosten, deckungsgleich ist. Das sind also nur zwei unterschiedliche Begriffe für genau das Gleiche. Und es gibt Aufwand, nämlich den neutralen, der ist keine Kosten. Und es gibt Kosten, nämlich die kalkulatorischen, die sind kein Aufwand. So, dieses Bild müssen wir immer vor Augen haben. Aufwand und Kosten bilden also teilweise eine Schnittmenge und teilweise eben nicht. Mehr Details folgen im nächsten Video. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert.